Jo, wir sind wieder zurück bei Train Fever mit unserer wahnsinnig guten Idee hier mal zum 10. Jubiläum, das ja dann die letzte Folge war, eine Zuglinie zwischen Hähingen und Rochlitz zu machen. Wie ihr seht, war das eigentlich nicht so geglückt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Der Zug hat 55 Personen. Wir schreiben plus in diesem Jahr. Es ist noch nicht jede Hoffnung verloren. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend schauen. Das brauche ich jetzt momentan nicht, das brauche ich jetzt momentan auch nicht. Und zwar mit den Passagieren. Die laufen irgendwie von selber, würde ich jetzt mal sagen, hierher, weil das Fahrzeug, wo ist das? Wo ist die Linie? Da ist die Linie, da ist das Fahrzeug, das fährt nur vier durch die Gegend und keiner wartet hier irgendwie. Die kommen sozusagen alle irgendwie selber zu dem Bahnhof. Und wie sieht's hier aus? Fünf warten hier auf der L5. Das bedeutet, ich würde das hier vielleicht ein bisschen besser benötigen. Ich möchte dich gerne hier der L2 noch zuweisen. Einfach nur aus dem Grund, dass sie hier dann mehr Leute runterfahren. Ich kann es mir leider nicht leisten, hier ein Fahrzeug zu kaufen. Deshalb muss ich das jetzt anderweitig machen. Denn sie müssen zum Zug viel mehr Leute hinbringen. Und das natürlich so schnell wie möglich. Um einen Geldregen zu kreieren. 56 Personen. Wir hoffen, wir hoffen. Wir sind schon wieder am Ende des Jahres. Es wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ausgehen. Aber das würde mich jetzt schon mal gar nicht zu schrecken. Denn wir schaffen es sogar noch in die grünen Zahlen. Wirklich, ja. Wir haben es geschafft, dass wir Plus schreiben. Haben es wirklich geschafft, dass wir Plus schreiben? Das ist ja mal faszinierend. So, da warten jetzt natürlich Leute, also die laufen dann hier zu der Busstation und dann wollen sie dann in die Stadt gefahren werden. Es gibt auch einige Leute, die, man kann sich hier eben die Details anschauen von den Leuten. Der Wohnort ist in Hähingen, das Geschäft ist in Rochlitz, der Arbeitsplatz ist in Hähingen, die Freizeit möchte er auch in Hähingen verbringen. Das heißt, er fährt jetzt eigentlich zu Rochlitz wegen der Arbeit. Und die wollen dann halt da wegtransportiert werden und dazu braucht man dann halt auch unsere Busunternehmen oder Bus und Busse, die eben dann eben die Stationen anfahren. Und das steigert dann sozusagen auch den Umsatz enorm, wenn man hier einfach die Infrastruktur gegeben hat. Jetzt schauen wir mal, was willst du? Rochlitz L2. Ja, die 2er ist jetzt gefragter, denn die 1er. Die Frage ist, ob ich jetzt vielleicht hier noch den Bus.
bist du? Wir weisen dich jetzt der Rochlitz 2 zu. Denn ich möchte das jetzt einfach mehr pushen. Ich möchte die Passagiere hier einfach runterbringen, damit der Zug voll ist, denn der generiert dann die Mörderkohle. So, Rochlitz, da warten jetzt 40. Das war jetzt schlecht, dass so wenig warten. Wir sind schon wieder am Jahresende und das sieht jetzt mal nicht gut aus. Außer der Zug schafft es noch zum Bahnhof. Dann könnte es für unter Umständen wieder ein Plus geben. Ich habe nur gesagt unter Umständen und er schafft es. Und wir sind schon wieder im Plus. Er hat schon wieder 53 Passagiere mit. Es ist ein kleines Plus, das wir jedes Jahr schreiben. Es ist aber zu wenig, um unser Unternehmen sozusagen aufrechtzuerhalten. Denn mit den laufenden Jahren müssten wir theoretisch unsere Fahrzeuge auch hier austauschen. Das wir eigentlich nicht schaffen momentan. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich hier durch Rochlitz, durch die Umstrukturierung der Linie, also die 1er auf die 2er, also die 1er Fahrzeuge auf die 2er sozusagen umgespielt habe oder umstrukturiert habe, dass sich das besser auf die Passagieranzahl auswirkt. Aber es sieht eher nicht danach aus. Liebe Leute, ich glaube, das wird nichts. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es was wird, aber ich glaube, das wird nichts. Normalerweise müsste jetzt die Rochlitz 2 Geld bringen und das tut sie auch. Zwar nicht viel, aber sie bringt wenigstens Geld. Hängen L2. Macht miese, hat aber 3 Fahrzeuge. Vielleicht sollte ich da auch noch schnell umstrukturieren, die L3. Dann gehst du zur L3. Hängen L3. Wo bist du L3? Her. Gehst zur L3 und versuchst dasselbe, was ich in Rochlitz gemacht habe. Wobei ich glaube, dass das nicht funktionieren wird. Aber man kann es ja nicht wissen. Wir sind schon wieder am Ende des Jahres und das geht sich jetzt nicht aus. Oh yeah. Ganz knapp geht sich's nicht aus, also wir halten uns in der Waage. Das einzige, was man machen kann, ist vielleicht schauen, gibt es einen günstigeren.
Den haben wir gekauft, glaube ich, gell? Fünfhunderttausend. Nein, wir haben eigentlich relativ eine gute Lokomotive, eine preisgünstige, gute. Da kann man nichts. Da kann man nicht meckern. Man muss jetzt einfach schauen, dass man mehr Gewinn generiert. Aber wir haben noch 3 Jahre Zeit. 3 Jahre, um richtig viel Kohle zu machen. Es wäre möglich. Also 75 Passagiere. Ja, das brauchen wir. Genau so. Und Hayingen 45 Passagiere. Dann muss noch ein bisschen mehr. Aber wir haben noch Zeit. Aber genau so etwas brauchen wir jetzt. Unser Zug muss rappelvoll werden. Jedes Mal, jede Fahrt. Ich drehe das mal jetzt so ein bisschen um, damit man auch das Busunternehmen sieht, damit man sieht, wann wer ankommt und wie viele Leute das der bringt. Der kommt an und es stehen nur 50 da. Aber wir machen eine Mörderkohle. Wir haben jetzt 300.000 Euro umgesetzt. Die Betriebskosten sind Wahnsinn. Wir sind schon wieder am Ende des Jahres. Nein, das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Das war zu viel, zu hoch gepokert. Das war zu hoch gepokert. Ich meine, jetzt warten mal, weil Rochlitz wieder 64 Passagiere. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Es reicht nicht. Was können wir sonst noch machen? Eigentlich gar nichts. Und man sieht es jetzt. Moment, ich zeig's euch. Die Leute werden fortschrittlicher und fahren jetzt mit den eigenen Autos sozusagen. Und warum machen sie das? Einfach aus dem Grund, weil wahrscheinlich das Fahren mit dem Auto schneller geht, als wenn sie mit meinem Zug fahren würden. Macht das Sinn?
Das bedeutet, man muss die Leute dann insofern überzeugen, hey, fährt mit meiner Bahn, weil mit dem Auto, das bringt sich nichts. Denn wir sind schneller mit dem Zug. Und meine LKWs scheinen so, fahren den Autos zu langsam. Ja. Irgendwie glaube ich, sind wir denen zu langsam. Warum zur Hölle? Was? Warum sind die jetzt darüber gefahren? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. In Rochlitz warten 10 und der Zug ist schon unterwegs. Und man sieht auch, die Straßen entwickeln sich dann automatisch weiter. Das bedeutet, desto mehr die Straße befahren wird, desto eine bessere Straße gibt es und mit besserer Straße können die Fahrzeuge dann auch schneller fahren. Und das ist halt dann die Entwicklungsstufe der Stadt oder einfach der Fortschritt, der dich halt dann auch immer irgendwie so indirekt dazu zwingt, dass du selber erfolgreich bist und auch immer den modernsten neuen Züge und schneller und besser und weiß der Teufel. Und wir schrauben hier ein bisschen an unserer Existenz, das dann halt nicht so ideal ist. Wobei wir jetzt wieder einen Zug haben, der wieder bis zu 60 Gäste hat, Fahrgäste. War es wirklich ein Fehler, einfach zu viel, zu schnell zu wollen? Jetzt hat er wieder 64 Passagiere. Oder ist das einfach nur blöd gelaufen? Ich meine, ich gebe jetzt nicht auf. Also das Spiel spiele ich so lange, bis es das heißt, ich bekomme keinen Kredit oder alles ist vorbei. Aber ich werde jetzt weder irgendetwas wo rein investieren oder sonstiges. Sondern ich werde einfach jetzt mal abwarten, was passiert. Aber wir kommen irgendwie nicht voran. Ihr seht es an den Firmenfinanzen. Wir schrauben uns hier irgendwie in eine Spirale rein. Wenn jetzt nicht endlich
genug Passagiere kommen, die unseren Zug komplett auslasten, dann sehe ich keine rosige Zukunft voraus. Ich meine, das sieht jetzt relativ gut aus, weil ich jetzt grüne Zahlen schreibe, aber und ein richtig dickes Plus, aber das hilft mir nicht. Das muss ich jetzt immer schreiben, um eben auch dann nächstes Jahr oder ja, nächstes Jahr hier, die Fahrzeuge, die sind alle schon überaltert, die machen keinen richtigen Gewinn mehr, die gehören alle schon wieder ausgetauscht. Aber ich kann jetzt die Öl nicht auflassen, weil die richtig viel Kohle bringt, unter Anführungszeichen. Und ja, auch nicht mehr so, weil einfach die Fahrzeuge schon alt werden. Und die Infrastruktur in den Ortschaften kann ich auch nicht auflasten, weil auch wenn sie Minus schreiben und wenn sie viel Minus schreiben, aber oh yeah. Wenn sie eben nur die Hälfte der wow, wir haben jetzt 100.000 Gewinn gemacht. Und wir haben 81 Passagiere. Es wird, Leute. Es könnte wirklich noch was werden, aber ich glaube es nicht. Ich möchte die Infrastruktur in der Ortschaft nicht auflassen, weil das tragt ja dazu bei, dass eben diese 81 Passagiere im Zug sitzen und von A nach B transportiert werden. Ich meine, ihr könnt gerne eure Meinung und eure Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, was eure Meinung ist, wo wir es verbockt haben oder was wir eben jetzt dann in weiterer Zukunft machen sollten. Würde mich echt interessieren. Jetzt schauen wir mal, wie viel Umsatz uns dieser volle Zug bringt. Oder dieser fast volle Zug. 340.000. Das bedeutet, wenn er das zweimal schaffen könnte, im Jahr, das wäre ja schon was. Aber wir haben jetzt Hängen wieder, die nur 53 Passagiere sozusagen bringen. Können auch mal jetzt beim Zug ein bisschen auf die Finanzen schauen. Und wir sehen, ja, er macht schon ein bisschen Gewinn jetzt. Aber hat auch noch teilweise Verlust. Also so den dicken Patzen Geld bringt er mir jetzt auch nicht. Also der muss schon richtig schön ausgelastet sein, dass er das dann im Endeffekt macht. Und die Waggon, also die Passagieranzahl, muss man auch dann so hoch stellen, damit es auch den theoretisch den Zug finanziert. Und wir haben 78. Ja, vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen runter drehen aus der Spirale. Aber wir werden für diese Fahrzeuge kein Geld mehr bekommen. Die sind alle schon sowas von alt. Die hängen Güter, das Fahrzeug, ja, die fahren zu zweit. Fahren die nur mehr zu zweit? Nein, hier. Was ist das? Mit den Dreien. So, in Hängen warten jetzt mal 66 Passagiere, das ist ja schon mal was. So, 331.000. Leute, es wird.
So, Jahresende und wir haben ein mächtig dickes Plus geschrieben, weil der Zug eben ausgelastet ist. 74 Passagiere wieder von Hayingen nach Rochlitz und in Rochlitz warten jetzt auch schon wieder 52, aber es dauert noch ein bisschen, bis dass der Zug dort ist. Das bedeutet, es könnte wieder ein voller Zug werden und wenn das sich dann jetzt so hochschaukelt und wir jetzt jedes Jahr 300.000 Gewinn machen, dann bin ich wirklich wieder optimistisch, dass wir hier langsam aber sicher wieder runterkommen von unseren Schulden. Beziehungsweise muss ich dann sofort irgendwie schauen, dass wir die Fahrzeuge austauschen, die eben schon überaltert sind, da wo sich's eigentlich schon wieder richtig rentieren könnte, neue Fahrzeuge eben einzuführen. Und Chuck Bum, 297.000 Gewinn erwirtschaftet und nur 56. Ja. Gut. Soll es dann halt auch mal geben. An was das liegt, kann ich leider Gottes nicht sagen. Warum es hier so dermaßen schlimme Schwankungen gibt. Aber wir müssen um die 70 Passagiere jedes Mal transportieren, damit wir richtig profitabel sind. Und das passiert momentan nicht. Und das ist eben die Problematik dann daraus. 61, ja, das wird. Also Hängen, da stehen jetzt immer mächtig viele Leute. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, er schafft sogar dann nochmal runter. Passagiere. Rochlitz könnte sich noch ein bisschen steigern. Hätte ich auch nichts dagegen. Das Einzige, was ich bei Rochlitz vielleicht noch machen könnte. Schauen wir mal rauf. Das ist die 1er darüber. Das ist die 2er. Und bei der 3er geht ja gar nichts. Das bedeutet, die Rochlitz L3, dieses Fahrzeug, weisen wir der Rochlitz 2 zu. Und erhöhen hier die Taktung. Um vielleicht in weiterer Folge dann noch mehr zu generieren. Wir bleiben jetzt mal in Rochlitz und schauen uns hier den Bahnhof dann an. Das heißt, die Dreierlinie wird jetzt gar nicht mehr befahren. Passagiere. Interessant, interessant wird es auf alle Fälle jetzt dann, wenn er das nächste Mal runterfährt, ob wir dann auf die 80 kommen oder nicht. Ich meine, Hayingen funktioniert teilweise richtig gut eigentlich. Aber Rochlitz eben. Da ist das alles noch ein bisschen verhalten. Und da warten schon wieder 70 Passagiere. 69, das wird weniger. Schon wieder Gewinn gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was die Zweierlinie so bringt. Hätten wir wahrscheinlich auch schon früher machen können, hier den Bus auf die Zweierlinie zu fokussieren.
Wir sind in der Halbzeit vom Jahr sozusagen. In der Hälfte. Und da unten fährt er schon. Die Leute könnten es noch schaffen, vielleicht. Ja, sieht gut aus. Also man braucht für das Spiel auch ein bisschen Geduld. Also es mit so Hauruck-Aktionen, das bringt sich meistens mal gar nichts. Und vielleicht schafft es sogar noch mal rauf nach Hellingen. Und dann wäre das wieder ein fettes Plus in diesem Jahr. Aber in Hellingen, da tut sich wieder gar nichts. Es stehen nur 43, 45 Leute. Ach Gott. Wir sind im November. Dezember, das bedeutet, wir schreiben wieder grüne Zahlen. Wir schreiben jetzt Jahr für Jahr eigentlich relativ grüne Zahlen. Das Straßenfahrzeug L2 sozusagen macht zwar jedes Jahr noch ein klein bisschen Gewinn, aber es könnte besser sein, wenn ich es austauschen könnte. Wahrscheinlich. Jo, ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wir mausern uns schon langsam wieder zurück in die Normalität. Ja, was haltet ihr jetzt von diesen letzten Videos? Haben wir alles richtig gemacht? Haben wir alles falsch gemacht? Was glaubt ihr? Schreibt eure Meinung. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.